Mit mehreren Salutschüssen ist am Freitagnachmittag die Göteborg of Sweden im Hamburger Hafen eingelaufen. Das knapp 60 Meter lange Schiff ist der Nachbau eines schwedischen Handelsschiffs aus dem 18. Jahrhundert und das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt. Derzeit befindet sie sich auf Europatour. Nach Barcelona und Rotterdam ist Hamburg der letzte Zwischenstopp. Bis Mittwoch liegt die Göteborg of Sweden im Hamburger Hafen und ist für Besucher zugänglich. Danach setzt sie ihren Weg zurück nach Göteborg fort.